Hallo liebe Laura, wir haben heute deine Fanfragen erhalten für den Luca Ludwig. Den haben wir uns jetzt auch gleich direkt geschnappt und werden direkt loslegen mit deinen Fragen. Frage Nummer 1 ist, was ist deine Lieblingsstrecke und warum? Die Lieblingsstrecke ist ja eigentlich immer die, wo man am meisten Erfolge gefeiert hat und dementsprechend am meisten gewonnen habe ich, glaube ich, in Oschers Leben. Ich glaube 4 oder 5 Mal, ich weiß gar nicht so genau. Dementsprechend mag ich die Strecke eigentlich auch ganz gern, weil wir da haben wir immer viel Erfolg gehabt. Aber es ist natürlich eigentlich keine wirklich schöne Strecke. Wirklich schöne Strecken sind zum Beispiel hier in Sanford oder am Sachsenring. Das sind tolle alte Rennstrecken mit sehr viel Spektakel, weil es sehr schnell ist. Und deshalb sind das eigentlich so die richtigen herausfordernden Strecken. Okay, danke schön. Die zweite Frage ist, was machst du, wenn du gerade keine Rennen fährst? Ja, ich mache natürlich viel Sport, aber ich mache natürlich auch anständige Dinge, weil ich fahre ja nicht nur immer Autorennen, sondern habe ja auch studiert und bin jetzt dabei, auch zu gucken, wie ich das beruflich dann am besten in Einklang bringe. Ist ja nicht ganz so einfach, weil im Rennsport muss man immer sehr flexibel sein. Da heißt es dann, komm mal kurz zum Testen hier und da. Das ist natürlich dann nicht so einfach mit dem Beruf. Das machen ja nicht viele so nebenbei. Und da bin ich jetzt am gucken, wie es am besten in Einklang zu bringen ist. Okay, klingt schwierig, aber du schaffst das. Frage Nummer 3. Gibt es oft Vergleiche zwischen dir und deinem Papa, Klaus? Und natürlich sollen wir auch einen lieben Gruß an den Klaus an dieser Stelle überbringen. Nee, ich glaube, wir sind wirklich ganz andere Menschen, so vom Typus her. Also ich komme eher mehr auf die Mutter. Aber vergleichen die Leute denn dich viel mit deinem Vater? Auch nicht mehr wirklich. Früher vielleicht, am Anfang, aber ich bin ja mittlerweile auch schon seit 10 Jahren dabei und jeder kennt mich und weiß, mich einzuschätzen. Von daher glaube ich nicht, dass ich da verglichen werde. Okay, Frage Nummer 4. Was ist rennsportmäßig dein größter Traum? Auch Träume gibt es immer viele. Klar, nach Le Mans würde ich mal gerne, aber da reinzukommen ist immer sehr schwierig, weil es auch der Fahrermarkt kaputt ist, dadurch, dass immer mehr vermögende Menschen dort reinkommen und sich da einen Platz erkaufen. Deshalb ist es sehr schwierig, da als Fahrer reinzukommen. Ja, was kann man sonst noch machen? Amerika ist sicherlich interessant. Aber ich bin schon sehr happy mit der GT Masters, weil wir haben einfach eine super Plattform und gute TV-Präsenz und in Deutschland ist das wirklich eine super Serie und deshalb bin ich auch sehr glücklich da, wo ich bin. Okay, und dann kommen wir auch zur letzten Frage. Gibt es Rennstrecken, auf denen du gar nicht gerne fährst und warum? Auch eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin eigentlich überall ganz gerne. Jede Strecke hat irgendwie was Besonderes. Und du musst auf jeder Strecke performen, egal ob du sie magst oder jetzt nicht so magst. Also ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drüber, was ich so nicht mag oder mag. Ich habe hier meine Leistung zu bringen und auf jeder Strecke schnell zu sein und das Auto am Limit zu bewegen. Und da ist mir eigentlich das ganz egal, ob ich jetzt die eine Strecke mehr mag oder nicht. Habe ich irgendwie nicht so. Ist nicht so mein Ding. Das zu werden. Okay, liebe Laura, das waren deine Fragen. Herzlichen Dank dafür für die Einsendung. Und hier kommen noch deine persönlichen Grüße von Luca Ludwig an dich. Ja, liebe Laura, schön, dass du immer uns so die Daumen drückst. Finde ich ganz toll. Und das alles so aufmerksam verfolgst. Und mach das weiter so, genauso wie die anderen Fans, die vielen anderen Fans, die uns immer zuschauen. Das finde ich ganz toll. Und halt uns die Stange. Wir haben auch eine tolle Serie. Es gibt sehr viel Competition und es ist super eng alles und tolle Fahrer, tolle Teams und tolle Marken. Und von daher viel Spaß.